beobachtet wirst. Ja, gibt's irgendwo einen toten Punkt? Weiß ich nicht. Guck mal auf der Karte. Da sind überall Wachtürme an jeder Ecke. Du kannst, da ist kein toter Punkt. Ja, das stimmt. Sind überall Wachtürme. Komm, hier da vorne ist so ein Wächterbüro, meinst du, ne? Ja, rechts hier an der Ecke. Komm ich da hin? Komm ich da noch hin? Ja, da kommt bestimmt noch hin. Da unten. Da zum Stromgenerator. Da kommen wir doch hin. Na, kommst. Der hat sogar einen türkisen Schlüssel. Da kannst du da ein Loch reinschneiden und kannst den Strom abschalten. Da ist auch ein Knopf, aber warum? Da ist ein Generatorschalterknopf. Und dann gehen die Türen vielleicht auf. Ja, nicht nur die Türen, dann sind die Wachtürme und Lichter aus und dann kannst du da schnell mit der Pfeile, mit der Dings da ein Loch reinschneiden. Ja, stimmt, ja, das müssten wir ausprobieren. Recht hast du, ja. Ne? Pfeile habe ich noch, eine relativ gute, glaube ich, oder? Haben sie mir die weggenommen? Weiß ich nicht. Brauche ich nochmal für eine Pfeile. Irgendwo habe ich eine Pfeile nochmal gesehen. Ja. Ich habe mein ganzes Klebeband weggenommen. Irgendwo aber hier war ein Pult, wo zweimal Klebeband drin war. Klebeband habe ich auch noch. Oh, jetzt 3 Sterne. Oh Mann. Warum? Welchen Pult haben die denn durchsucht, Alter, dass wir auf 3 Sterne kommen? Ich weiß es nicht. Oh nein, da ist ein Hund. Wenn du irgendwas dabei hast, was du nicht haben darfst, bring's weg. Ich habe mein Werkzeug dabei. Ein Stück Holz habe ich, ja. Weiß ich nicht, eine Pfeile habe ich irgendwo auch gesehen. Hier ist eine Pfeile zum Beispiel. Neben meiner Zelle war eine Pfeile. Wir müssen ja sowieso gleich wieder zum Appell. Ja, dann sammel die Pfeile mal bitte ein. Ja, ich hoffe, dass mich der Hund dann gleich nicht erwischt. Aber der erwischt mich ja wahrscheinlich. Stimmt, da ist gleich ein Hund beim Appell. Ich tu dir erstmal meinen Pult rein, vielleicht wird er ja nicht durchsucht. Ich weiß nicht, was ich da dann wegnehmen soll. Ach man, das ist alles. Aber die haben unseren Tunnel entdeckt. Ja, das ist ja so selten irgendwie einer drin, ne? Ah. Oh, noch ein paar Pfeile. Das ist eine gute Idee. Türkisen Ding habe ich ja. Ich brauche nur ein Feuerzeug, um Plastik zu machen. Weil mit dem Plastik können wir dann den türkisen Schlüssel machen. Ja. Deswegen, mal gucken. Mal gucken nach gleich nach dem Feuerzeug. Dann müssen wir wahrscheinlich einen Wachmann für umnatzen. Unten ist so einer. Alter, der ist besser als ich. Wer? Der Wachmann. Aber wieso bist du jetzt nicht? Oh. Warst du beim Appell oder? Ja, natürlich. Ja. Ach, wow. Verdammt. Warum wolltest du den jetzt umlassen? Weil die meistens Feuerzeuge dabei haben. Die rauchen ja. Wow. Ich wollte das Feuerzeug holen von so einem, aber ich habe keine Waffe, das ist scheiße. Ich habe ja auch nichts. 2 Sterne verschwinden anscheinend. Ja, das heißt, der Hund ist erstmal wieder passé. So, brauchst du Klebebandrollen noch? Ja, ich brauche erstmal Pfeilen. Ja, da habe ich erstmal eine. Oh, noch ein Stück Holz. Cool. Kriegt deines Appell, ne? Ah. Da warst du schon. Jetzt. Warte, hier ist ein Besen, den nehme ich als Waffe erstmal, ey. Hauptsache erstmal überhaupt eine. Ah. Oh. Ein Besen. Diese Waffe, ich verhau nämlich einen Gummiknüppel weg. Oh, ist noch ein großer Besen. Ist der besser als der Mob?
Kommt Leute, ja, wenigstens ein paar Pfeilen müsst ihr haben. Wir müssen aufsprechen. Ja, hier, oh, zwei Stück in einem Pult. Oh, cool. Schön. Ja, cool. Das ist doch zu ihm schon zum Frühstück. Ja, bin ich gerade. Das Pult von Olli wird durchsucht werden. Und Dominikus. Olli wieder. Olli möchte ja nächstes Mal Wachmann sein. Olli, ne? Ja, Olli hat sich ja beschwert. Stimmt. Weil wir Olli zu einem hässlichen Insassen gemacht haben, angeblich. Yay, guck mal, ich hab drei Holzer, wir können die abstützen. Dann geh mal abstützen. Ich muss mal gucken, wo war das denn? Da. Ja, mach ich, geh da nochmal abstützen und dann. Geh ich nochmal ein bisschen weiter gegraben. Haben wir zwei Fluchtpläne am Laufen. Ja. Der Hund ist ja weg. Wir haben ja sowieso gleich erstmal Freizeit, ne? Mhm. Aber für die nächste Stärke brauche ich noch eine Pfeile. Klebeband habe ich noch. So, abgestützt. Jetzt nochmal Klebeband. Boah, die Kamera, Leute, nur so zum Spaß. Oh, warte, hier war Zahnpasta und. Och Mann, jetzt haben die mich schon wieder an der Angel, ey. Warum? Ach, ich war zu lange am Pult. Ich hab gedrückt, aber der hat nicht weggegangen. Ist nicht weggegangen. Schaut er dich? Oh, ey. Jetzt haben die mir wieder alles abgenommen, ey. Wieder alles abgenommen? Warum? Was hast du denn da gemacht? Schon wieder? Ich war zu lange am. Die haben mir mein Klebeband gezeckt, die Beutel, ey. Ja, ich hab noch zweimal Klebeband. Ja, das ist. Ja, ey, wie läuft das heute gar nicht? Das läuft heute nicht. Cool. Ich habe das Gefühl, hier sind mehr Wachen im Knast. Ja, habe ich auch das Gefühl. Oder? Wir hatten davor immer mehr Ruhe und mehr Zeit und jetzt. Ja, deswegen sag ich ja, die Wachen gehen echt gerade hier tierisch auf den Sack. Ich überlege gerade, wenn ich mir meine Wächteruniform nehme, wenn man endlich den türkisen Schlüssel hätte, könnte ich hier bei dem Handwerker an den Pult gehen, aber ich habe immer noch kein Plastik. Ja, ich habe auch noch kein Feuerzeug gefunden. Ja, haben ja auch nur die Wächter. Nein, ab und zu findest du das auch in den Pulten. Ja, aber das ist so rar, da kannst du auch ein Epic im WoW finden, ne? Ein Legendary. Also ist genauso einfach dann im Prinzip. Ja, gut. Momentan ist es wirklich so einfach, ja. Ich hab nochmal eine Knete. Klebeband war da noch. Ja, Knete habe ich, komm her. Eine Knete habe ich auch. Okay. Da vorne läuft der Gefängnisdirektor rum. Immer die Wachen, ne? Immer die Scheißwachen. Egal wo man ist, es ist immer eine Scheißwache irgendwie. Wo, warum da sind auch jetzt drei Stück wieder. Ja, warum? Irgendwie habe ich das Gefühl, die gehen uns jetzt total auf den Sack. Ich versuche den Typ hier nochmal umzuholzen, ey. Muss ich ja zu zweit, die Schweine, ey. Ah, David, hau doch mal mit so eine Dreckswache um. Bist du denn schon wieder? Ja, ich war eine Zelle über dir. Jetzt bin ich schon wieder umgenatzt worden. Wieso über dir? Ich war beim Mittagessen, du Nase. Ich will ja mal gucken, wo wir mit dem Tunnel eigentlich sind. Wir sind ja bestimmt noch nicht weit gekommen, wir sind gerade mal über ein Dings. Wir sind noch nicht mal aus dem Raum, aus dem Gebäude raus. Nee, wir sind gerade über den Park da, wo wir sind. Ah. Ja, so ungefähr. Das könnte doch länger dauern. Ja. Ja, das könnte doch länger dauern. Oder wir können das so machen, André. Ja. Strom ausmachen da und an der Tür da, weißt du? Wo wir da oben sind. Meinst du?
Ja, das ist eine Überwachungskamera. Da oben. Ja, aber wir brauchen immer noch Plastik für den türkisen Schlüssel. Ja. Arbeiten, mehr Arbeit. Mich verstehen? Ja. You don't understand me? Ja. Aber ich muss jetzt erstmal komplett durchs ganze Gebäude rennen, um zu meinem Job zu kommen, Alter. Was muss ich denn jetzt machen hier? So. Nimm einen Schuhsohle und einen Schuhraum aus dem Materialcontainer und verbinde sie. Aha. Aber immer die blaue Tonne, was soll denn der Scheiß hier? Schuhsohle und Rahm. Fertig. Okay. Ich habe mir eine Crowbar gekauft. Ja, wie mache ich das jetzt mit der Schuhe? Was soll denn das? Leg die maschinenbereiten Schuhe in die Verarbeitungsmaschine. Wenn du fertig bist, nimm den fertigen Schuh. Hä? Da passiert nichts. Das klappt nicht. Klappt nicht. Das klappt hier nicht. Ach doch, jetzt. Ah. Wow. Wow. Erstmal muss ich das kapieren da, wie das hier mit den Schuhen da funktioniert, ne? Erstmal habe ich da 2 Stunden gebraucht, bis ich überhaupt da war. Alter. Ja, oh. Aber auch was. Aber ich habe einen Schuh, André. Willst du einen Schuh haben? Ne? Ne? Brauchst du einen Schuh? Ja? Nein? Nee, danke. Schade. Ei! Bist du doof? Bin auch gehauen worden beim Sport. Ja, bist du doof oder so? Ach, immerhin kein Plastik zusammenkriegen, ne? Kommen wir einfach nicht. Ja. Weiter. Ja. Wir brauchen nur den Plastik. Ja. Ein Feuerzeug. Mhm. Einfach nur ein Feuerzeug. Mhm. Ein Feuerzeug. Machen wir Plastik. Dann haben wir den türkisen Schlüssel. Dann machen wir das Ding aus. Wächteruniform an und hauen ab. Wir müssen jetzt irgendwo eine einsame Wache verprügeln. Glaubst du, du findest einen? Muss jetzt irgendwo eine verdammte einsame Wache sein. Da muss er aber auch noch Glück haben. Ne, dass der Feuerzeug hat, ja. Ein Feuerzeug hat. Oh, einfach die Kameramänner, ey. Hier ist eine. Bei mir unten. Ja, hau drauf. Oh. Alter, der blockt die ganze Zeit. Jetzt. Der hat einen Grünschlüssel. Ein Feuerzeug? Kein Feuerzeug. Jetzt habe ich die Knete nicht mit. Verdammt, 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 verdammt. Ah, zu spät. Ich habe Knete. Ich habe auch Knete. Dann mach schnell. Mach schnell. Mach sie dann auf den Boden. Wie vor. Hab ich. Ich habe 2 Gussformen, Alter. Wieso ich jetzt schon wieder? Jetzt werde ich gehauen. Wieso werde ich jetzt hier? Ach, warum ich jetzt schon wieder? Jetzt ist wieder alles weg. Wieso hast du immer alles dabei? Nein. Ich hatte nur noch eine Pfeile. Ich wusste nur nicht hin, wo mit der Pfeile wohin. Ja, jetzt hättest du mir geben können. Wow, davon rede ich schon seit 10 Minuten oder so, du Nase. Ja, dann hätte ich dann die Zange besser machen können.
Oh, und ich muss jetzt noch zum Abendbrot hin. Was soll das denn? Weil ich, der Seitenschneider ist nicht so gut, den ich habe. Ist der erste. Wow, jetzt habe ich die Abendbrotzeit verpasst. Habe ich auch verpasst. Und jetzt haben die meine Dinger da weggenommen wieder. Ich habe auch keine Laken mehr dran, die brauchen wir nicht. Die brauchst nur, wenn du in der Zelle was machst. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall eine Puppe, wenn wir nachts wollen, ausbrechen. So. Ja, die habe ich. Oh Mann, ey. Alles komisch. Wieder an der Wache, Alter. Wir sind überall momentan die Mistviecher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die eine Wache läuft mir die ganze Zeit hinterher. Ohne Witz. Alter, Schäde. Wir sind zu oft aufgefallen, die lassen uns nicht mehr in Ruhe. Ja, du hast ja auch unten so ein Ding da, wie heißt das, nennt sich das hier? Alarmierung. Ja, aber manche Wachen, ich glaube, wenn die verprügelt sind, die misstrauischer dir gegenüber. Das weiß ich nicht. Das brauche ich noch. Die haben aber auch nichts hier, ne? Ah, oh, Mann. Wir brauchen doch nur dieses verdammte Feuerzeug. Ja. Das stimmt. Kann man nicht eins kaufen irgendwo? Hast du schon mal geguckt, ob man eins kaufen kann? Jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Warum die auch so schnell kaputt geht? Ja. Ging verdammt schnell kaputt. Du brauchst ja 10 Spitzhacken, bevor du überhaupt mal 3 Meter gekommen bist. Ein Kammmesser, dafür brauchen wir eine Rasierklinge und Kamm. Ja, jetzt findet man eine Rasierklinge. Das sind aber schlechte Tipps, mit denen kann man überhaupt nichts anfangen. Letzte Tipp ist, wir sollen uns Zivilkleidung herstellen und dann sollen wir einfach vorne rausmarschieren. Zivilkleidung, ja. Da gibt's doch nicht. Gibt's denn ja. Zivilkleidung hier? Weiß ich nicht. Wir müssen die Typen dafür umhauen. Ja, wahrscheinlich mit der falschen Audioausrüstung oder so noch. Wahrscheinlich, ja. Und da musst du dann, ja, Besen, Radio und Klebeband, ne? Wo ist, hast du überhaupt die gefälschte Radio, Bei 50. In der obersten Reihe. Guck mal, einen falschen Sound kannst du auch herstellen. Siehst du, also ist das auch gar nicht so verkehrt, wenn du dann noch falschen Sound herstellst, da aufknipst und dann... Zum Beispiel. Und irgendwo hatte ich auch ein Radio gesehen. Mach mal ab. Aber ich hab hier keinen. Wo hast du denn hier? Bei 50. Ja, hab ich auch. In der ersten Reihe, der vierte von links. Ach da. Ja, Radio habe ich schon mal gesehen. Besen habe ich auch gesehen. Klebeband. Radio habe ich. Klebeband habe ich auch. Ich brauche gleich nur noch mal einen Besen. Aber wo kriegen wir Zivilkleidung her? Das? Wahrscheinlich hier von den Kameramännern. Von der Kameracrew. Guck mal, die kommt da doch jetzt schon wieder da durch. Einer ein Feuerzeug, ich habe jetzt aber kein Geld mehr, ich habe die ganzen Tipps gekauft. Die ganzen Tipps gekauft? Ja, am Telefon kannst du Tipps kaufen. So, ja. Und da war halt der Tipp, mit dem man sich jetzt die Typen da ausgeben soll. Ja. Gibt's da dann nicht auch so eine falsche Kamera oder so?
Wahrscheinlich reicht schon die Zivilkleidung und das Audio-Dingen da. Oh nein, mein Pult wird durchsucht. Oh. Scheiße, ich habe doch so viele tolle Sachen da drin. Ja. Und solange du da nichts Verdächtiges hast, ne? Hab ich aber. Aber nur im versteckten Fach, oder nicht? Nein, auch so, weil ich keinen Platz mehr hab. Oh, ja, das ist doof. Jetzt alles in der Tasche, ich hoffe, das reicht. Ja, sollte ja normalerweise reichen. So, wieder zum Appell. Das Wichtigste konnte ich rausnehmen, aber irgendwas haben sie mir wieder gezeckt, ich weiß nur nicht was. Besen? Kriegen wir gleich irgendwie einen Besen zusammen? Guck gleich. Können wir eine falsche Audioausrüstung herstellen? Dann müssen wir zwei erstellen. Ja, dann brauchen wir noch ein zweites Radio. Wo mit der toten Ratte macht. Das weiß ich auch nicht. Frühstück. Und Freizeit. So, jetzt mal gucken hier. Nach nochmal nach einem Besenstiel. Besen. Besen, nennen. Ein Besen. Ja, ist ja gut. Hat immer so eine Dreckswache, die hier irgendwo immer in der Nähe ist, ne? Das hat so Mäusemägen. Ich glaube, die haben mehr Personal eingestellt. Ich glaube auch. Traubenzieher, zwei Stück. Boah. Komm schon. Oh, kein Besen. Wenn man jetzt einen Besen braucht, ist keiner da. Was soll denn der Mist? Ich hab zwei Schlüsselformen, Alter. Wir haben Schlüssel grün und Schlüsselform türkis. Ja, jetzt findet man hier nichts, ne? Was zum Mäusemelken. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich die beste stabiler Seitenschneider habe ich jetzt. Oh, sehr schön. Im Fall der Fälle. Ja, jetzt habe ich hier Besen. Kann ich nochmal eine falsche Audioausrüstung machen? Falls wir das jemals schaffen. Ich habe noch Klebeband, zwei Rollen. Mann. So, falsche Audioausrüstung habe ich jetzt auch mal hergestellt. Ich muss ja nur noch mal gucken, wo die anderen Typen da sind. Socke. Der hat eine Socke im Pult. Ja, jetzt sind noch ein Stück Seife und machst einen Sockenklopper. Hatte ich schon, hat man mir weggenommen. Warum gibt's keine Feuerzeuge in diesem verdammten Gefängnis? Nicht nur die Wachen rauchen, die Dinger rauchen doch normalerweise auch, die Häftlinge. Prügel jetzt einfach. So. Könntest mir ja mal zur Hand gehen, ne? Ich hab da noch nix. Da liegt schon einer. Wow. Jetzt nach. Gesagt, kein okay. Feuerzeug. Nee. Muss man kurz ausruhen. Dann noch eine Wache verprügeln. Da vorne kommt eine Wache. Ja, warte. Boah! Hat der? Auch kein Medikit, aber. Einen gelben Schlüssel hat der. Gelben? Ja, aber ich habe keine Schlüsselform mehr. Habe ich drin gelassen. Für die Zellen ist der gelbe. Aua! Ja, das ist, weil du jetzt ganz hoch bist da mit der Dings da.
mit der Alarmierung. Ich muss jetzt immer wieder ein bisschen sinken. Ich krieg die nicht kaputt. Ah, umgehauen. Hat er noch was bei sich gehabt? Hast du noch geguckt? Nee, ne? So, Mittagszeit und Nachmittagszeit hoch zur Arbeit und. Schlüsselkarte, Walkie-Talkie. Oh, cool. Wie das Walkie-Talkie wohl ist? Ja, zum Reden. Und zum Beispiel hören, wo die Wachen links gehen oder so. Keine Ahnung. Scheiße, jetzt kommt der blöde Chrisat wieder, will er mich auch noch verprügeln. Der blöde Chrisat, ja. Den Chrisat auch noch verhauen. Ja, bis alle Wächter hier oben gehauen, Alter. Warum? Ja, ich weiß nicht, die lassen mich nicht in Ruhe. Ja, das ist, weil deine Aufmerksamkeit so hoch ist. Daran liegt das. Was soll ich machen? Ja, einfach mal nichts tun. Keine Wachen mehr verprügeln. Da geht's ja, aber was soll ich machen? Die lassen mich ja nicht in Ruhe. Ich komme ja nirgendwo hin. Ich gehe zur Arbeit. Ich hoffe, dass ich da wenigstens mal ein paar Minuten Ruhe habe. Nein, da kommen zwei. Nein. Oh, ich bin wieder bei 100%. Ich habe doch einen Erste-Hilfe-Koffer dabei. Die haben alle keine Feuerzeuge. Einen kriege ich nicht umgehauen. Clever. Sitze zu dritt hinter mir her. Du hilfst mir aber auch nicht, ne? Alter, ich bin beim Arbeiten, du Pappnase. Ich hab schon einmal verbockt. Wenn ich das jetzt noch mache, dann ist mein Ding nachher weg. Ja, ich auch. Oh. Ja. Sind vier hinter mir her. Ja. Wo bist du denn? Im Park gerade mit den Wachen prügelt. Hau sie um. Die sind mir zu dicht. Oh, ich hab hier. Den ersten habe ich umgehauen. Geh den looten, ob der war das. Ja, ich mach da was. Zwei liegen da. Drei liegen da. Ja, ich komm. Mann, ey, weißt du, ey. Ich bin unterwegs. Hier liegen drei Wachen im Park rum. Au, jetzt hab ich noch weiter auf den Deckel gekriegt. Nee, die haben nix. Au. Kriegst du das bald hin, oder? Da liegt noch eine. Zwei liegen da. Oh, Mann, ey. Noch eine. Ja. Ah, Mist, die haben mich umgehauen. Ja, eine hat ein Feuerzeug gehabt. Ja. Scheiße. Das ist eine halbe Stunde hier. Wachen verprügelt, eine nach der anderen. Wir waren gerade am überlegen, ob ich die Kameramänner da umprügel. Ja, die Wachmänner waren ja beschäftigt. Hätte ich mal so warm machen sollen. Boah, Alter. Wir haben bestimmt 7 oder 8 Stück verprügelt. Das große Wachen klatschen. Das Geile ist, ja, du konntest jetzt einmal dann immer reingucken in die und so weißt du, was sie für Schlüssel haben. Schlüssel haben. Und ein Feuerzeug haben wir. Gut, dann musst du mir das noch einen Kamm suchen und Plastik machen, bitte. Ja, ja. So, ich bin jetzt duschen gewesen und alles. Geh ich mal gucken. Alter, hast du gesehen? Ich hab eine halbe Stunde lang Wachen verprügelt. Ja, krass, ne? Geht doch nur, weil wir alles auf 100 haben. Ja, das stimmt allerdings. Sonst würden wir wahrscheinlich ganz alt aussehen.